Das ist Bam Bam, ein mechanischer Sequencer. Es ist eine ganz einfache Mechanik, die aber relativ viel kann. Und es ist im Prinzip nichts anderes wie diese kleinen Spieluhren, die man kennt. Mit dem Unterschied, dass ich diese kleinen Haken, die da drauf sind und die Blättchen bewegen, halt einschalten kann oder ausschalten kann. Pro Umdrehung habe ich 16 Knöpfe, die die 16 triggern können.